Die Bundesregierung hat empfohlen, uns Vorräte anzulegen. Aber warum? Was ist los? Wird was geschehen? Wallahi, ich weiß es nicht. Allahu alam, Allah weiß es am besten. Aber was ist die Sache? Warum wird uns geraten, Vorräte anzulegen? Für 10 Tage? Wird es Krieg geben? Hat die Regierung Angst, dass es Krieg gibt? Oder doch vielleicht eine andere Katastrophe? Eventuell ein Tsunami? Oder was ist die Sache? War das nur ein Test oder nicht? Ich weiß es nicht. Und darum geht es mir eigentlich nicht. Das war eine Warnung von der Regierung ans Volk. Aber jetzt möchte ich mich und dich ermahnen. Ich habe da so ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo mit dem Flugzeug hinfliegen und das Flugzeug fängt an zu starten, bekommen wir richtig Angst. Warum? Weil wir Angst haben, dass das Flugzeug runterfällt und wir höchstwahrscheinlich dann sterben werden. Aber nehmen wir es mal so. Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass es in einem Jahr 3 Flugzeugabstürze gab. Aber eigentlich gibt es jeden Tag Autounfälle. Das heißt, Autofahren ist theoretisch gefährlicher als Flugzeugfahren. Aber wir sind uns der Gefahr nicht bewusst. Und wenn die Regierung, aus welchem Grund auch immer, dazu rät, dass wir uns Vorräte anlegen, dann frage ich dich, was hast du für dein Jenseits getan? Hast du Vorräte, quasi gute Taten, für den jüngsten Tag angesammelt? Hast du gute Taten gemacht? Bist du deinen Pflichten nachgegangen? Hast du freiwillige Taten gemacht? Warst du aufrichtig und ehrlich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Und wenn diese Warnung uns so Angst macht, dann sollte uns die Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala es recht beängstigen. Und der jüngste Tag ist nicht mehr weit. Wallahu alam wann. Aber wir werden ihn alle erleben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam und Salam, Nicht-Muslime.